Was, wenn ich dir sagen würde, dass es einen einfachen Weg gibt, deine Gesundheit zu verbessern, der in deinem eigenen Körper beginnt? Einen Weg, um Giftstoffe auszuspülen, deinen Darm zu entgiften und deine allgemeine Vitalität zu steigern. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Heute widmen wir uns einem wichtigen Thema, dem Detox für den Darm. Unser Darm spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit und eine regelmäßige Entgiftung kann dabei helfen, ihn zu unterstützen. In diesem Video werde ich dir 7 einfache Routinen vorstellen, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um deinen Darm zu entgiften und so deine allgemeine Gesundheit zu fördern. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, wirst du wissen, erstens, was ist eigentlich Detox oder auch Entgiftung? Zweitens, warum ist Entgiftung für den Darm so wichtig? Drittens, was sind die häufigsten Fehler beim Entgiften? Und viertens, was sind 7 einfache Routinen, um deinen Darm zu entgiften? Was ist jetzt Detox oder Entgiftung eigentlich? Entgiftung, auch bekannt als Detox, ist ein Prozess, bei dem der Körper von schädlichen Substanzen befreit wird, die sich eben im Laufe der Zeit angesammelt haben. Diese schädlichen Substanzen können Toxine, Schwermetalle, Abfallprodukte von Stoffwechselprozessen oder andere schädliche Verbindungen sein. Eine effektive Entgiftung unterstützt den Körper dabei, diese Substanzen auszuscheiden und so die natürliche Funktion der Organe, insbesondere des Darms, zu verbessern. Warum ist Entgiftung für den Darm so wichtig? Der Darm spielt eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung, da er eben als Hauptausscheidungsorgan fungiert. Er ist dafür verantwortlich, Giftstoffe und unerwünschte Stoffe aus dem Körper zu eliminieren. Eine gute Darmgesundheit ist daher essentiell für einen effizienten Entgiftungsprozess. Durch die Entfernung von schädlichen Substanzen aus dem Darm können wir die Aufnahme dieser Stoffe in den Blutkreislauf verhindern und so mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit reduzieren. Die Entgiftung des Darms beinhaltet die Reinigung und Stärkung des Darms, um so seine Funktionen zu optimieren. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, darunter eine ballaststoffreiche Ernährung, die den Darm reinigt und den Stuhlgang fördert. Der Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln hilft auch dabei, Toxine im Darm zu binden und ihre Ausscheidung zu erleichtern. Zusätzlich zur Ernährung können bestimmte Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel zur Entgiftung des Darms beitragen. Diese können die Darmgesundheit unterstützen, die Verdauung fördern und die natürliche Ausscheidung von Giftstoffen unterstützen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Entgiftung des Darms nicht als schnelle Lösung oder als Ersatz für eine gesunde Lebensweise betrachtet werden sollte. Eine langfristige Veränderung der Ernährungsgewohnheiten, regelmäßige Bewegung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Stressmanagement sind ebenfalls entscheidend für einen gesunden Darm und eine effektive Entgiftung. In diesem Video werde ich euch 7 einfache Routinen vorstellen, die ihr in euren Alltag integrieren könnt, um euren Darm zu entgiften und so eure allgemeine Gesundheit zu fördern. Was sind die 7 häufigsten Fehler bei Entgiften? Aber bevor wir zu den 7 Routinen kommen, würde ich mit euch gerne noch einmal die häufigsten Fehler beim Entgiften besprechen. Bei der Entgiftung des Darms gibt es nämlich häufig einige Fehler, die vermieden werden sollten, um eben optimale Ergebnisse zu erzielen und so mögliche negative Auswirkungen zu minimieren. Hier sind einige der häufigsten Fehler, die beim Entgiften gemacht werden. Erstens, übermäßiges Fasten. Manche Menschen neigen dazu, während der Entgiftung zu extremes Fasten oder zu radikale Saftkuren einzusetzen. Obwohl das Fasten für kurze Zeit Vorteile haben kann, ist es wichtig, den Körper ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen, um eben eine gesunde Funktion aufrechtzuerhalten. Ein Mangel an essentiellen Nährstoffen kann zu Energiemangel, Nährstoffmangel und einer Beeinträchtigung des Immunsystems führen. Zweitens, fehlende Unterstützung für den Darm. Eine erfolgreiche Entgiftung erfordert eine gesunde Darmfunktion. Das Ignorieren der Darmgesundheit und der notwendigen Unterstützung für den Darm kann zu Verdauungsproblemen wie Verstopfung oder einer Verschlechterung der Darmflora führen. Es ist also wichtig, den Darm während der Entgiftung zu unterstützen,
zum Beispiel durch den Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln, Probiotika und ausreichender Flüssigkeitszufuhr. Mangelnde Hydration. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist während der Entgiftung entscheidend. Wasser hilft dabei, Giftstoffe auszuspülen und die natürlichen Entgiftungsprozesse im Körper zu unterstützen. Eine unzureichende Flüssigkeitszufuhr kann zu Dehydration führen und so die Ausscheidung von Toxinen erschweren. Vernachlässigung des gesamten Körpers. Oft konzentrieren sich Menschen während der Entgiftung ausschließlich auf den Darm und vergessen dabei andere wichtige Aspekte der Gesundheit. Eine ganzheitliche Herangehensweise ist entscheidend, um den Körper als Ganzes zu unterstützen. Dazu gehört regelmäßige Bewegung, ausreichender Schlaf, Stressmanagement und eine gesunde Ernährung insgesamt. Die Vermeidung dieser häufigen Fehler kann dazu beitragen, dass die Entgiftung des Darms effektiv und sicher durchgeführt wird. Es ist also wichtig, die individuellen Bedürfnisse des Körpers zu berücksichtigen und eine ausgewogene Herangehensweise an die Entgiftung zu wählen. Mit den richtigen Informationen und einem bewussten Vorgehen könnt ihr euren Darm entgiften und eure Gesundheit verbessern. Und nun kommen wir endlich zu den 7 Routinen, um deinen Darm zu entgiften. Routine Nummer 1: Wasser trinken auf nüchternen Magen. Die erste Routine für einen gesunden Darm ist das Trinken von Wasser auf nüchternen Magen direkt nach dem Aufwachen. Dies hilft, den Körper zu hydratisieren und den Darm zu aktivieren. Startet euren Tag mit einem Glas lauwarmem Wasser und einigen Tropfen Zitronensaft, um die Verdauung anzuregen und Giftstoffe direkt auszuspülen. Zweite Routine: ballaststoffreiche Ernährung. Eine ballaststoffreiche Ernährung ist essentiell für einen gesunden Darm. Ballaststoffe fördern die Verdauung, binden Toxine im Darm und helfen bei der regelmäßigen Ausscheidung. Achtet also darauf, ausreichend Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen in eure tägliche Ernährung einzubauen, um eben eine optimale Ballaststoffzufuhr sicherzustellen. Drittens, Probiotika für eine gesunde Darmflora. Eine gesunde Darmflora ist entscheidend für einen gut funktionierenden Darm. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die die Darmflora unterstützen. Ihr könnt probiotische Nahrungsmittel wie Joghurt, fermentierte Lebensmittel oder probiotische Nahrungsergänzungsmittel in eure Ernährung integrieren, um so eure Darmflora zu stärken und die Verdauung zu verbessern. Routine Nummer 4: Bewegung und körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung und körperliche Aktivität sind nicht nur gut für euren Körper, sondern auch für euren Darm. Bewegung fördert nämlich die Darmmotilität, also die Darmbewegung, und regt so die Verdauung an. Versucht täglich mindestens 30 Minuten körperlich aktiv zu sein, sei es durch Spaziergänge, Yoga oder andere Sportarten, die euch Freude bereiten. Fünftens, Stressmanagement, Entspannung und Schlaf. Stress kann sich negativ auf euren Darm auswirken. Es ist wichtig, Stress abzubauen und Entspannungstechniken in euren Alltag zu integrieren. Probiert Methoden wie Meditation, Atemübungen, Yoga oder regelmäßige Pausen zur Entspannung aus. Eine stressfreie Umgebung fördert die gesunde Funktion eures Darms. Versucht auch, einen regelmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus zu entwickeln und mindestens 7 bis 8 Stunden pro Nacht zu schlafen. Denn in der Nacht werden besonders eure Stresshormone abgebaut und ausgeschieden. Sechste Routine: ausreichend Wasser trinken. Ausreichendes Wasser trinken ist nicht nur wichtig für die allgemeine Gesundheit, sondern auch für einen gesunden Darm. Wasser hilft, Giftstoffe aus dem Körper zu spülen und die Verdauung zu unterstützen. Achte darauf, täglich genügend Wasser zu trinken, idealerweise mindestens 8 Gläser pro Tag. Abends können es auch gerne Kräutertee-Infusionen sein, nur nicht zu spät, sonst rennt ihr die ganze Nacht aufs Klo. Routine Nummer 7, regelmäßige Darmentleerung. Die regelmäßige Darmentleerung ist ein entscheidender Faktor für einen gesunden Darm. Achtet darauf, dass ihr täglich eine ausreichende Menge an Ballaststoffen zu euch nehmt, um die Darmbewegung zu fördern. Außerdem nehmt euch Zeit für den Toilettengang und ignoriert nicht den Drang, zur Toilette zu gehen.
Eine regelmäßige Darmentleerung unterstützt die Entgiftung des Darms. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Wir hoffen, dass euch die vorgestellten Routinen dabei helfen, euren Darm zu entgiften und eure Gesundheit zu verbessern. Wenn euch dieses Thema interessiert oder ihr weitere Fragen rund um dieses Thema habt, dann hinterlasst das gerne in den Kommentaren. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um künftig keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!